Wir beginnen, indem wir unsere Achtsamkeit auf den Atem richten. Wir beobachten, wie er kommt und geht, ohne zu urteilen, ohne ihn zu verändern. Der Atem kommt und geht, nichts weiter. Wir spüren, wie wir entspannter und ruhiger werden. Nun blicken wir zurück auf die letzten Stunden oder Tage und erinnern uns einer Begegnung, bei der wir freundlich und herzlich zu jemandem waren. Wir suchen nichts Besonderes, nur eine alltägliche Szene des Entgegenkommens. Wir interessieren uns nicht für die Einzelheiten dieser Situation, sondern lediglich, wie wir uns dabei fühlten, wie uns innerlich zumute war. Mit diesem Gefühl machen wir uns ganz vertraut, betrachten es und vergewissern uns seiner Qualität. Das Empfinden in uns wird stärker und deutlicher. Wir lassen zu, dass es sich ausbreitet, bis wir nichts anderes mehr in uns wahrnehmen. In dieser Haltung denken wir an unsere Eltern, ganz gleich, ob sie noch leben oder schon gegangen sind. Und im Gedanken an sie erleben wir in diesem Moment nichts anderes als Verständnis und Herzlichkeit.
Nun denken wir an diejenigen, die uns im Moment am meisten bedeuten, mit denen wir zusammenleben oder sonst eng verbunden sind. Ihnen gilt unsere ganze Zuneigung. Ebenso wenden wir uns unseren besten Freunden zu, so wie sie jetzt vor unserem geistigen Auge erscheinen. Jetzt Menschen, mit denen wir oft zu tun haben. Verwandte, Bekannte in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, unterwegs, wo immer wir sie treffen. Schließlich stellen wir uns allen die anderen Menschen vor, die uns in irgendeiner Weise in Verbindung stehen. Wir alle empfindenden Wesen. Mögen wir sie kennen oder nicht, wir machen keinen Unterschied in unserer bedingungslosen Freundlichkeit ihnen gegenüber. Zuletzt denken wir an jemanden, von dem wir glauben, dass er uns Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten bereitet. Doch in diesen Augenblicken begegnen wir ihm ohne Einschränkung mit demselben Wohlwollen. Wir lenken die Aufmerksamkeit wieder auf uns selbst und vergegenwärtigen uns noch einmal, wie es sich anfühlt, ohne Vorbehalte und voller Wärme zu sein. Wir erkennen, wie unmittelbar wohltuend und befreiend es ist, für die anderen wie für uns selbst. Und wir wissen jetzt, dass dieses Empfinden in uns vorhanden ist, dass wir es wecken und zum Ausdruck bringen können. Es steht uns jederzeit zur Verfügung, wenn wir es möchten. Wir können es festigen und vertiefen.
mögen alle Wesen Freundlichkeit in sich entdecken, Güte und Mitempfinden. Bhavatu Sabbamangalam, mögen alle Wesen glücklich sein. Ja, setzen wir unsere Betrachtungen über Metta fort. Ich möchte das jetzt anhand des Metta Sutta tun. Es gibt wohl kaum einen Text, kaum eine Belehrung des Buddha, die oder der so bekannt ist, so gerne rezitiert, so beliebt ist wie dieses Metta Sutta. Und von dem es auch eine ganze Reihe von guten und weniger guten Übersetzungen gibt. Ich habe eine rausgesucht, die ihr vielleicht kennt, von dem Fritz Schäfer, die ist auch relativ neu. Und ich möchte diese Übersetzung zur Grundlage nehmen, euch das eine oder andere darüber zu sagen. Vorab lese ich sie vielleicht mal ganz, dass man das nochmal als Gesamtpaket hat. Und dann werde ich die einzelnen Absätze und einzelnen Sätze kommentieren. Metta Sutta. Die Rede über die Liebe. Wer zum Heil taugt, soll verwirklichen, was als Friedensfundament erkannt ist. Fähig dazu ist, wer offen, gerade, ansprechbar und sanft ist und ohne Stolz. Still zufrieden, zu versorgen leicht, ungeschäftig, in der Lebensweise schlicht, wohlgestillt die Sinne, klar, bezähmt, unaufdringlich bei den Menschen, gierig nicht. Auch im Kleinsten mag er nicht so wandeln, dass Verständige ihn darum tadelten. Wohl sei allen und Geborgenheit, mögen alle Wesen in sich glücklich sein. Alles, was da atmet, was da lebt, ob beweglich, festgewachsen, ausnahmslos, gleich ob lang, ob von gewaltigem Wuchs, mittelklein, zart, winzig oder stark gebaut, die da sichtbar oder unsichtbar, in der Ferne weilen oder nahe sind, die Geborenen und die Keimenden, mögen alle Wesen in sich glücklich sein. Achtet keinen anderen gering, und erhebt euch über keinen gleich weshalb. Aus Verdrossenheit und Widerwillen wünsche keiner etwas, was den anderen schmerzt. Wie die Mutter ihren eigenen Sohn lebenslang nur immer als ihr Kind umhegt, ebenso bei allem, was da lebt, öffne sich der Geist entfaltend, messe nicht. Denn die Liebe zu der ganzen Welt, die kann nur ein Geist entfalten, der nicht misst. Aufwärts, abwärts, in die Breite hin, frei von Enge, Gegnerschaft und Widerstreit. Sei es im Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen. Immer wenn man sich nicht treiben lässt, gründe man die Achtsamkeit darauf. Brahmisch weilen nennt man das in dieser Welt. Und wer daraus keine Meinung macht, in der Tugend rein, den klaren Blick bewahrt und Gier herauszieht aus den Sinnen, der muss nie mehr in einen Mutterschoß eingehen.
Soweit der Text. Und die Überlieferung sagt, dass diese Lehrrede auch eine Art Vorgeschichte hat. Angeblich gab es mal eine Gruppe von 500 Mönchen, die in der Nähe von Savatthi lebten. Und die hatten sich vorgenommen, in einem Wald zu meditieren. Aber die waren wohl noch nicht so richtig fit, die waren noch ein bisschen laut und holprig und polternd und sind da mit einigem Getöse da in diesen Wald marschiert. Das Ergebnis war, dass die Devas, die Baumgottheiten, da irritiert waren und gestört waren. Ja, was sind denn das für welche? Und das haben die sich nicht gefallen lassen und haben allerlei Spuk da vollführt, haben die Mönche erschreckt mit irgendwelchen Gestalten und abschreckenden und erschreckenden Ereignissen. Jedenfalls, diese Mönche waren irritiert und sind zu dem Buddha zurückgelaufen, haben sich Rat geholt. Und er hat ihnen gesagt, ja, ihr seid nicht richtig bewaffnet gewesen. Ihr müsst die richtigen Waffen haben, um mit diesen Devas umzugehen. Und der Buddha hat ihnen die richtige Waffe gegeben, aber keine Knüppel oder sonst was, sondern er hat ihnen das Metta-Sutta gegeben. Das haben die Mönche gemacht, sie sind zurückgegangen, haben dieses Sutta meditiert und rezitiert und siehe da, Überraschung, ja, es war Ruhe im Wald, die Devas waren besänftigt und die Mönche konnten meditieren. Soweit die Vorgeschichte, die so ein bisschen atmosphärisch zeigt, um was es geht. Und jetzt ein paar einzelne Kommentare zu dem, was wir eben schon gehört haben. Unsere Lehrrede fängt an, wer zum Heil taugt, der soll verwirklichen, was als Friedensfundament erkannt ist. Da ist zunächst einmal thematisiert, wen diese Lehrrede anspricht. Ja? Wen hat der Erwachte im Auge? Wer zum Heil taugt? Also hier wird schon ein Niveau vorgegeben. Es geht nicht um irgendwas. Sondern dieser Text, diese Belehrung steht im Zusammenhang der Lehre des Buddha, die auf das Heil zieht. Also in diesem Zusammenhang müssen wir diese Lehre sehen. Heil als die Situation, ja, der Unverletzbarkeit, der völligen Freiheit, nicht der völligen Transzendierung von allem, was wir Dukkha, Leiden und Unvollkommenheit nennen. Fähig dazu ist, also das Heil zu erreichen oder Metta zu praktizieren, fähig dazu ist, wer offen, gerade, ansprechbar ist und sanft und ohne Stolz, still zufrieden, zu versorgen leicht, ungeschäftig, in der Lebensweise schlicht. Das nächste Thema schon angesprochen, nicht? Wer ist gemeint? Sondern was braucht es denn für Voraussetzungen? Ja, was muss man gleichsam mitbringen, dass diese Übung auch fruchtbar werden kann? Und das sind zunächst mal Charaktereigenschaften genannt. Welche Eigenschaften muss man selbst haben, um gut mit diesen Metta-Übungen umzugehen? Wer offen ist, gerade und ansprechbar, das ist zunächst thematisiert. Ja, man muss offen sein, um etwas Neues aufzunehmen. Wenn man alles schon weiß, alles schon kann, alles vor allen Dingen besser weiß, die Klappe schon dicht ist, dann kommt gar keine Möglichkeit auf, neue Impulse aufzunehmen. Etwas zu trainieren, zu merken, ja, ich bin doch gar nicht so weit, ich kann mich auch noch ein bisschen verändern. Das heißt auch, man muss ansprechbar sein. Wer von uns ist ansprechbar? Insbesondere, wenn wir kritisiert werden, ja? Dann sind wir gar nicht ansprechbar. Kloppen wir gleich zurück. Und hier ist die Haltung gemeint, ja, sag mir, was ich noch nicht drauf habe, ich will von dir lernen. Sanft, nicht gleich zurückpoltern, sondern die Situation entspannend, ja, besänftigend und ohne Stolz. Das ist das Grundübel der Menschen, auf ihr Ich, auf ihr Ego, sich so viel einzubilden, sich über andere zu erheben, ja, diese Hierarchie einzubauen, ich oben, ihr unten. Und das ist natürlich das Gegenteil von Metta. Wenn diese Haltungen in uns stark sind, ja, dann haben wir eine Mauer um uns herum gebaut, die Metta gar nicht in uns hineinlässt. Still zufrieden, zu versorgen leicht, ungeschäftig, in der Lebensweise schlicht. Das bezeichnet unsere Beziehung zur Umwelt. Sind wir
angewiesen auf die Welt. Gucken wir, wo ist was los? Wo passiert was? Wo ist der nächste Flohmarkt? Ja, was ist für eine Messe heute gerade? Wo geht was ab? Ja? Oder sind unsere Bedürfnisse weniger als früher? Sind wir stiller? Sind wir nicht so abhängig? Das heißt, haben wir dadurch die Möglichkeit, auch mehr uns mit uns selbst zu beschäftigen, oder sind wir ständig außenorientiert? Wollen wir die Welt verändern in erster Linie? Wollen wir die Welt verbessern? Oder ist der Arbeitsplatz hier bei uns drin? Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Wer da draußen ständig ist mit seiner Aufmerksamkeit, der kann innen mit Meta überhaupt nicht in Berührung kommen. Und es wird nochmal betont in den Versen: wohlgestillt die Sinne, klar bezähmt, unaufdringlich bei den Menschen. Das heißt, das Verlangen nach sinnlichem Erleben, das Verlangen nach sinnlichem Genuss ist schon auf ein anständiges Maß reduziert. Was die Voraussetzung dafür ist, dass wir mit uns selbst uns beschäftigen können. Die zweite Voraussetzung, das waren ja eben so ein paar Charaktereigenschaften, die hilfreich sind. Der zweite Bereich betrifft jetzt unser Verhalten nach außen, also was wir praktisch tun oder wie wir mit dem Leben praktisch umgehen. Und hier formuliert der Erwachte: auch im Kleinsten mag er nicht so wandeln, dass Verständige ihn darum tadelten. Das sind eigentlich mehrere Betonungen. Die erste Betonung: auch im Kleinsten. Da geht es nicht darum, dass wir sagen, ach, die groben Dinge habe ich schon erledigt, ja? Also ist alles in Ordnung. Aus was besteht denn unser Leben? Nicht aus den großen Ereignissen jeden Tag, sondern unser Leben besteht ja aus den vielen tausend kleinen und kleinsten Begebenheiten, die sich in jeder Sekunde abspielen. Darauf kommt es an. Nicht die groben Klötze zu vermeiden, ja? Die groben Fehltritte zu vermeiden, das auch, natürlich. Aber auch zu schauen, dass in jeder Sekunde, in jeder Handlung eigentlich eine Aufgabe steckt. Und immer eine Frage an uns: sind wir auf der richtigen Spur oder weichen wir davon ab? Und das sind zwei Hilfen auch noch genannt, so beiläufig. Wir sollen nicht so uns verhalten, dass Verständige uns darum tadeln. Hier ist der ganze ethische Bereich angesprochen. Unser Sila-Verhalten, inwieweit wir die Silas praktizieren. Und damit ist immer die Frage sozusagen an die Umwelt: wie reagiert die auf uns? Und Verständige, die gucken ja, was macht da einer? Ja? Die geben auch Response. Und wenn man sich verhält und nicht möchte, dass man von anderen getadelt wird oder zur Rechenschaft gezogen wird oder einfach nur blamiert dasteht, ist immer eine gute Hilfe, sich zu überlegen, was du jetzt tust. Ist es so in Ordnung, dass es jeder sehen kann? Oder muss ich das im stillen Kämmerlein tun, in der Hoffnung, dass es keiner mitkriegt? Wenn man offen genug ist, jeder kann sehen, was im Moment passiert, dann habe ich auch den Maßstab so eingerichtet, ja, dass ich nach außen hin mich keinem Tadel oder Vorwurf aussetze. Und das gilt im Übrigen auch nicht nur für Verständige da draußen, sondern wir haben ja ein Stück weit auch Verstand in uns. So ein besseres Wissen in uns, das, was wir Gewissen nennen, das uns ja auch immer mal zuflüstert, ja, was du eben vorhast. Also so ganz koscher ist es ja nicht. Manchmal hören wir hin, manchmal hören wir nicht hin. Da meldet sich das vielleicht später. Aber das ist eine zweite Kontrollinstanz, die uns ein Stück weit hilft, unser Verhalten einem bestimmten Maßstab gegenüberzustellen und abzuwägen: bist du auf der richtigen Fährte oder bist du das nicht. Scham und Scheu nennt es der Buddha. Ja, Scham, wenn andere merken, oh je, was ist denn das für einer? Nein, Scheu, andersrum. Ja. Und wie ist es in mir? Welche Stimme in mir beurteilt mich denn jetzt? Kann ich jeweils mit offenem Visier durch die Welt gehen oder muss ich mich vor mich und anderen schämen? Und dann kommt einer der wesentlichen Sätze, auf das das Ganze zuläuft, was uns der Buddha mitteilt: Wohl sei allen und Geborgenheit, mögen alle Wesen in sich glücklich sein. Das ist der dritte Schwerpunkt.
der Frage nachgeht, worum geht's denn in der Praxis? Erst waren die Voraussetzungen genannt, jetzt ist natürlich die Frage, warum machen wir es denn? Was ist denn das Wesen? Was ist das Wesentliche von Meta? Das wird jetzt besprochen. Und die Zielorientierung ist klar. Wohl sei allen und Geborgenheit, mögen alle Wesen in sich glücklich sein. Das ist zunächst mal die Erfahrung, dass es so andere Menschen, andere Wesen auch noch gibt. Ich sprach ja schon über die Verbreitung des egozentrierten Denkens und Empfindens und Handelns. Und Metta heißt ja immer, du bist nicht allein auf der Welt. Guck, da sind andere, die genauso ticken wie du auch, die auch nichts anderes wollen als Zufriedenheit, als Stille, als inneren Frieden, als Wohl und Glück. Und nimm diese Tatsache in dein Leben mit hinein. Metta heißt, es soll mir gut gehen. Jawohl, das haben wir jetzt heute Morgen schon festgestellt. Es ist legitim. Aber nicht mir auf Kosten anderer, nicht mir allein auf Kosten anderer, sondern im Idealfall allen. Auf das Alle komme ich nochmal zurück. Eine kleine Nuance, die oft übersehen wird, auch in den Übersetzungen oft nicht rauskommt, Fritz hat das herausgearbeitet, wo er sagt, mögen alle Wesen in sich glücklich sein. Nicht mögen sie glücklich sein, das ist okay, aber wie, wo, in sich, warum? Weil das wahre Glück ja eben gar nicht in der Welt zu finden ist. Es ist ja nicht draußen, es ist ja nicht irgendein Objekt, ein Ding, ein Mensch, wenn ich ihn oder sie besitze, dass ich dadurch zufrieden werde, sondern worum es wirklich geht, findet in uns selbst statt. Die Quelle wahren Glücks ist in uns selbst. Sie taucht da auf oder sie wächst da, wo wir von einem reinen Herzen sprechen. Also wo wir uns so weit geläutert haben, dass diese Form von Wohl da ist. Deshalb mögen die Wesen in sich glücklich sein. Ich habe jetzt schon 3-4 Mal ein Wort erwähnt, auf das es sehr ankommt, das Wort alle. Und das taucht jetzt nochmal in den Versen auf. Alles, was da atmet, was da lebt, ob beweglich, festgewachsen, ausnahmslos. Was da atmet, was da lebt. Nicht? Wir haben ja von Lebewesen gesprochen. Und hier wird so beiläufig, deshalb erwähne ich das nochmal, ja auch definiert, was eigentlich Leben ist. Es wird gleichsam identifiziert, atmen und leben. Nicht? Atmen heißt Leben. Oder umgekehrt, wo Leben ist, ist immer Atmen. Atmen ist ja eine Form der Ernährung, die grundlegende Form der Ernährung überhaupt. Und das meint den Austausch zwischen Innen und Außen, zwischen den Individuen und der Welt. Und damit macht der Buddha natürlich ein weites Feld auf, indem er sagt, alles, was lebt, alles, was atmet, als sozusagen identisch, die sind gemeint, wenn es um Metta geht, ob beweglich, festgewachsen, ausnahmslos. Ob das Leben ist, das man als solches sieht. Ich meine, wenn ein Vogel durch die Luft fliegt und ein Hund an uns vorbeilegt, kann man leicht identifizieren, dass da Bewegung, dass da Leben ist. Aber wir sollen auch dahin gucken, wo Leben so stille Formen annimmt, dass man nicht im ersten Blick das sieht. Also alle, die gehören dazu. Gleich ob lang, ob von gewaltigem Wuchs, mittel, klein, zart, winzig oder stark gebaut. Das spricht die Frage an, wie groß muss denn Leben sein, damit man es schützt, damit man ihm wohl wünscht. Nach dem Motto, naja, das ist ja nur eine Ameise. Also fällt das sozusagen unter die Kategorie. Erst ab 12 Zentimeter, so groß ist mein Goldfisch. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ich habe keinen Goldfisch. Ja. Also da fängt Metta an oder ab der Katze oder dem Hund, so in der Größe, alles was drunten ist, ist irrelevant. Also hat jetzt keine Frage, ob Ameise oder Wal, keine Frage der Größe, wie sich Leben manifestiert und Atem manifestiert, sondern wo immer es auftaucht. In welcher Form? Die da sichtbar oder unsichtbar sind, in der Ferne weilen oder nahe sind. Ist klar, dass wir Leben da mehr merken und sehen, wo es uns begegnet, also in der Nähe.
was kümmern uns die Afrikaner so ungefähr, was kümmern uns die Griechen, ja? Die sind ja weit weg, wir sind ja hier in Hamburg. Hier wird gezeigt, wie immer, Meta universal zu machen, auszuweiten, nicht Grenzen zu machen, hier keine geografischen Grenzen. Was nah ist, ist wichtig, was fern ist, ist weniger wichtig, sondern alle. Und auch sichtbar oder unsichtbar. Was wir sehen, geht uns näher, als was wir nicht sehen. Hier der Hinweis, macht den Geist auf, macht keine Grenzen, die über die Sinne euch definieren, sondern guckt hinter die Kulissen. Und sichtbar meint in diesem Zusammenhang natürlich auch die Wesen, die wir nicht mit unseren fleischlichen Augen sehen. Wir haben ja heute Morgen in dieser einen Form von Meditation an diese Wesen gedacht und auch versucht, die nicht sichtbaren, die einen feinstofflichen Körper haben und überhaupt keine stofflichen Körper mehr haben, mit in diesen Gedanken, in diese Grundhaltung einzubeziehen. Die Geborenen und die Keimenden. Noch etwas, wo der Buddha Grenzen einreißt. Nicht die, die schon da sind, deren Leben sich sichtbar körperlich manifestiert. Um die geht es nicht allein, sondern auch um die, die erst noch in dieses Dasein hineinkommen wollen, die hier nach Wiedergeburt streben. Da kommen wir natürlich an das schwierige Problem der Abtreibung. Aber das ist hier mit ein Thema. Achte ich nur auf die, ja, die schon 1,20 und größer sind, oder achte ich auf alle, die im Wachstum sind, die im Bestreben sind, ein menschliches oder anderes Leben wieder anzunehmen? Alle, ohne Ausnahme, das ist hier die Grundbotschaft gewesen. Achtet keinen anderen gering und erhebt euch über keinen, gleich weshalb. Das ist die Ich-Du-Haltung, von der ich schon sprach. Eine Haltung, die nicht das Getrenntsein, das Anderssein in den Vordergrund rückt, sondern eine Haltung, die das Gemeinsame betont, die das Nicht-Trennende. Wir sind ja voll von Wertunterschieden, die wir machen. Menschen, die wichtig sind und unwichtig, und die wertvoll sind und die nicht wertvoll sind. Ja, wir haben ja ganze Hierarchien in unseren Köpfen, in unserer Gesellschaft so und so. Diese Unterscheidungen sind weltliche Unterscheidungen, die haben da keinen Platz, wo es um Metta geht. Und vor allen Dingen gibt es nicht die Notwendigkeit, eine Unterscheidung zu machen. Mein Wohl ist wichtig, das Wohl derer in der ersten Reihe ist dann zweitwichtig und der Rest, der kommt dann danach. Auch da keinen Wertunterschied machen, mögen alle Wesen in sich glücklich sein. Denn alle weltlichen Hierarchien sind ja nur Gewordenheiten, die morgen sich ändern. Und wir und alle anderen Wesen haben alle diese Rollen schon gespielt. Es ist jetzt reiner Zufall, in Anführungsstrichen, dass wir im Moment diese Rolle spielen, die wir jetzt haben. Und die kehren sich ja um. Irgendwann ist alles wieder ganz anders. Und auch aus Verdrossenheit und Widerwillen wünsche keiner etwas, was den anderen schmerzt. Es ist ja nicht so, dass die anderen uns immer nur Quelle von Wohl sind, sondern oft genug haben wir den Eindruck, dass der oder die schuld ist, dass es mir so schlecht geht. Ja? Überhaupt könnte es mir viel besser gehen. Wenn die Eltern andere wären, wenn die Gesellschaften andere wären, wenn die Arbeitskollegen anders wären, wenn die Freunde ein bisschen anders wären wenigstens, dann wäre an sich alles okay, aber sie sind nicht anders. Und wir reagieren, indem wir dann eben projizieren, unsere negativen Emotionen nach außen lassen, entsprechend andere herabsetzen, heraufstufen oder als für unser Wohl oder Unwohl verantwortlich zu machen. Weg damit ist hier die Grundaussage, vergesst diese falsche Unterscheidung. Und vergesst auch die Einladung, ja, das eigene Wohl dadurch zu befördern, dass man seine Aggression auf andere ablädt oder dass man sie sozusagen zu Sündenböcken macht. Das zentrale Gleichnis oder das zentrale Beispiel, das dieses Sutta beherrscht, kommt jetzt. Wie die Mutter ihren eigenen Sohn lebenslang nur immer als ihr Kind umhegt,
Ebenso bei allem, was da lebt, öffne sich der Geist entfaltend, messe nicht. Also da ist der Vergleich mit der Mutterliebe. Warum Mutterliebe? Weil das ja eine Form von Metta ist, die quasi natürlich auftaucht. Also eine Mutter, wenn sie denn eine Mutter ist, und ich nehme die Väter ruhig dazu, wenn sie denn Väter sind, dann müssen sie in Bezug zu den Kindern ja nicht jetzt künstlich Metta erzeugen oder müssen das nicht in der Meditation hervorrufen, sondern das ist eher natürlich gegeben. Nur wird hier gesagt, nehmt das als Anknüpfungspunkt und nehmt es als Beispiel, um diese Erfahrung, die man ja machen kann und gemacht hat, diese Erfahrung festzuhalten und zu erweitern. Und da ist ja ein wichtiger Aspekt drin, dass eine Mutter im Grunde nie ihr Kind vergisst oder Abstand nimmt zu ihrem Kind. Egal, ob das Kind nun mal später Karriere macht oder nicht, ob das körperlich wunderschön aussieht oder nicht ganz wunderschön, nicht, ob es ein Liebeskerlchen ist oder vielleicht auch ein übler Bursche wird, kann alles sein. Eine Mutter, wenn sie Mutter ist, wird nie diese Unterscheidung treffen, sondern sie wird immer sagen, das ist mein Kind und das bleibt mein Kind. Und damit ist das Beispiel auch plastisch genug, um mal als Modell uns zu zeigen, an einem konkreten Beispiel, konkreten Fall zu zeigen, wie sich Metta manifestiert, dass es nicht nur auf der abstrakten Ebene ein Begriff ist, sondern dass es eine Art Verhalten ist. Denn die Liebe zu der ganzen Welt kann nur ein Geist entfalten, der nicht misst. Das haben wir ein paar Mal schon angesprochen. Nicht? Wenn alle Welt einbezogen ist, dann kann ich nicht diese Unterscheidungen machen. Weder die Unterscheidung im Raum, ja, Metta hier, okay, in diesem Raum, draußen schon nicht mehr. Noch eine zeitliche Begrenzung, ja, die nächsten 10 Minuten oder heute, morgen ist wieder Montag, dann muss Metta halt mal wieder warten, bis Sonntag ist es so. Also diese Unterscheidung nicht. Dass man vor allen Dingen die eigene Begrenztheit, die eigene geistige Enge merkt, wo es da klemmt, wo in einem noch Enge ist und klein ist, um da zu zeigen, nein, alles das ist ein Hindernis, nicht nur für die anderen, sondern für dich auch selbst. Und daraus erwächst dann halt mit der Zeit das, was Metta strahlen wird, wo wirklich Grenzenlosigkeit ist, weder Raum noch Zeit noch Materielles irgendwo ein Hindernis sein kann, weil Metta einfach eine universelle Haltung geworden ist. Da nochmal das deutlich zu machen, Metta mag im Geist anfangen als Gedanke, mag sich dann vertiefen in einem Empfinden, es mag ins unmittelbare Erleben hineingehen, das manchmal auftaucht und manchmal nicht auftaucht, mal stärker und mal schwächer ist. Aber es kann enden da, wo Metta einfach ist, wo das eine Charaktereigenschaft ist, die man gar nicht mehr loswerden, selbst wenn man sie loswerden wollte. Sei es im Gehen, Stehen, Sitzen, Liegen. Immer wenn man sich nicht treiben lässt, gründe man darauf die Achtsamkeit. Ja, was können wir physisch tun? Entweder wir gehen, oder wir stehen, oder wir sitzen, oder wir liegen. Das sind die vier Grundformen, in denen sich unser Körper befindet. Und damit ist gesagt, du kannst es üben, wo immer du bist und wann immer du unterwegs bist oder was du gerade machst. Es ist in jeder Situation möglich, das zu üben. Aber es gibt eine innere Voraussetzung, also körperlich ist es egal, gibt es keine Voraussetzung. Es gibt eine innere Voraussetzung, immer wenn man sich nicht treiben lässt. Das heißt, wenn man nicht in dem Dran ist, in der Gewohnheit ist, in den Reaktionsmustern drinsteckt, in denen man normalerweise ist. Wenn meine Reaktionsmuster Ärger sind oder Depression oder Trauer oder Begehren oder Lethargie, wenn ich in dieser Art von Gewohnheitsmuster bin und nicht merke, dass ich da drin bin, ja, dann fließt das Leben nach der inneren Gesetzmäßigkeit weiter. Da gibt es auch keine Chance, dass Metta auftaucht. Aber wenn man sich nicht treiben lässt, wenn sozusagen die Achtsamkeit da mal einen Punkt setzt oder mal ja, die Gewohnheiten aufsprengt, dann ist die Möglichkeit gegeben,
dieses Training auf sich zu nehmen. Das heißt, Achtsamkeit, die geistige Wachheit mit Metta zu verbinden, beides zu vereinen. Und dann heißt es hier, brahmisch weilen nennt man das in dieser Welt. Nehmen wir mal an, wir könnten das, wir hätten das in uns manifest, diese Haltung ist präsent und deutlich und stark. Richtig stark. Dann sind wir in diesem Moment physisch noch Menschen. Ja, unseren Körper haben wir noch, den legen wir ja noch nicht ab. Aber im selben Moment sind wir von unserem inneren Status eben gar keine Menschen mehr, sondern sind über menschliches Niveau hinausgewachsen. Und das nennt der Buddha brahmisch weilend. Und stellen wir uns vor, der Blitz würde uns in dem Moment schlagen, ja, oder erschlagen. Dann wären wir auch in dem Moment Brahmas. Ja? Dann wäre nur dieser hinderliche Körper beseitigt und das, was an Metta in uns gewachsen ist, präsent ist, würde sich auch in der Außenwelt entsprechend zeigen. Der letzte Satz dieses Sutta. Und wer daraus keine Meinung macht, in der Tugend rein, den klaren Blick bewahrt und Gier herauszieht aus den Sinnen, der muss nie in einen Mutterschoß mehr eingehen. Wer keine Meinung draus macht, man kann Bücher schreiben über Metta, Theorien entwickeln, Ideologien entwickeln, ja, sich streiten, wessen Metta besser ist und wessen Methode besser ist und. Und alles auch wieder Möglichkeiten, den Geist in Verwirrung zu bringen oder vom Weg abzubringen. Also wer das alles nicht tut, sondern wer die Qualität dieser Haltung sieht und wer diese Qualität in sich fördert, in der Tugend rein ist, das sollte man auch nochmal betonen, dass Metta ja auch eine Basis hat. Also wenn ich nicht bereit bin, nicht wenigstens bereit bin, auf dem Sektor der Sila zu üben, ja, also mein Alltagsverhalten danach zu richten, Fußnote, Sila ohne Metta-Haltung ist ja auch hohl, ist ja auch auf Sand gebaut. Aber wer nicht bereit ist, in diesem Bereich zu ackern und zu trainieren und üben, nicht? Wer sich da nicht um Reinheit bemüht, im Verhalten nach draußen, der kann natürlich auch die Reinheit in sich nicht befördern. Deshalb gehört beides zusammen. Und den klaren Blick gilt es zu bewahren. Also nicht dumpf und stumpf, ja, das Gute tun. Nichts dagegen zu sagen, das Gute zu tun, aber es ist immer besser, wenn man auch noch sieht, was man tut, warum man es tut, weiß, in welchen Kontexten man sich gerade bewegt. Also nicht nur die emotionale, die psychische Ebene allein im Auge zu haben, sondern auch zu sehen, was Realität ist, ein entsprechendes Verständnis zu entwickeln. Und wenn man den nächsten Schritt geht, dass man das Begehren noch aus den Sinnen herausnimmt. Metta haben heißt ja nicht mehr in den Sinnen wohnen, sondern auf einer anderen Ebene wohnen. Dann muss man nie mehr, wie es hier heißt, in einen Mutterschoß eingehen. Warum? Weil dann das Innere so eine brahmische, in der Tat brahmische Qualität gewonnen hat, eine übermenschliche Qualität, dass gar kein Zugang mehr zu dem Sinnenwohl besteht, dass gar keine Bedürftigkeit mehr besteht, sein Glück durch sinnliche Befriedigung zu haben und auch gar kein Interesse mehr besteht an Kommunikation mit der Vielfalt dieser Welt. Und letzter Satz, damit wir jetzt verstehen, dass man Metta in diesen großen Kontext einordnen muss. Metta ist ja eine Form der Meditation, tief geübt eine Form der Einigung, des Samadhi, des Herzensfriedens, der damit entstehen kann und damit eine Chance, seinen Geist so still zu machen, damit er auch in aller Klarheit die Realität sieht. Nicht mehr in einen Mutterschoß einzugehen, heißt, ja, den samsarischen Fortsetzungsroman allenfalls nur noch in eine Richtung zu schreiben, nicht mehr in die Richtung des Abstieges, sondern nur in eine Richtung vom Brahmischen den Ausgang zu finden. Aber das kann man eben nur, wenn man entsprechend belehrt ist, wenn man weiß, welche Rolle Metta und auch die anderen Brahma-Viharas in der gesamten Lehre bzw. in der gesamten Praxis einnehmen. Und das bedeutet letztlich,
dass es darum geht, bei allen Phänomenen, auch bei dem Metta, zu sehen, Dinge sind wandelbar. Und solange Wandelbarkeit ist, solange Vergänglichkeit ist, ist das Heil nicht gegeben, ist die heile Situation noch nicht da. Und die gilt es im Auge zu haben. Da mache ich einen Punkt und ihr seid dran, wenn ihr das kommentieren möchtet. Aha, muss ich jetzt mal gucken, ob das überhaupt in meinem Manuskript steht. Ja. Ich glaube, man kann zumindest einen Hinweis geben, ja schon sprachlich. Angst hängt ja mit Enge zusammen. Also wer Angst hat, ist so klein. Ja? Und je mehr Angst man hat, umso kleiner wird man. Und zwar deshalb, weil ein Widerspruch besteht, ich hier und die Welt da draußen. Die Welt ist groß und ich bin klein und die Welt bedroht mich und es wird alles ja, in Gegensätzen wahrgenommen, in Konfrontation, in Überunterordnung und Bedrohtheit und bedrohendes Phänomen. Ich habe ja beschrieben, dass Metta genau das Gegenteil ist, nämlich das Überwinden von Grenzen. Und die wichtigste Grenze ist ja die zwischen mir und euch, innen und außen, Subjekt und Objekt. Wo Metta ist, ist die Erfahrung von Einheit. Keine Widersprüchlichkeit zwischen der einen Person und den anderen, der Welt und den Individuen, sondern die Erfahrung, ja, ein Herz und eine Seele, so ungefähr. Und wie könnte da Angst aufkommen? Das sind unterschiedliche innere Zustände. Ich habe es mir so erklärt, dass man bei Metta eben so sehr auf die Wesen ausgerichtet ist, dass das Ich ganz verschwindet. Und wenn kein Ich da ist, kann es auch nicht bedroht werden. Ja, auch das, wenn ich Metta sozusagen das Wohlwollen anderen gegenüber im Auge habe, dann gucke ich in dem Moment nicht auf mich. Ja. Und Angst ist die Kehrseite der Medaille der Blendung. Von Anziehung, Abstoßung, Verblendung. Manchmal sagt der Erwachte, Verblendung und Angst gehört genau wie eine Medaille. Und Metta als Brahma Vihara geht noch weit über Ich-Körper, Du-Körper hinweg, weil es die ganze Blendung sprengt und oberhalb der Blendung ist Einheit. Ja, Blendung heißt ja, ich glaube an ein Ich. Ja? Richtig. Wo Blendung ist, glaube ich, ich existiere, ich bin wichtig, mir darf nichts passieren. Ja. Und da draußen ist was ganz anderes. Ja? Und das, draußen sind Feinde, das sind die Feinde. Andere. Ja. Ich erinnere an Fritz Schäfer, der sagte ganz früher in Buschstedt, da hatte er Angst vor Menschen. Heute ist das sehr verbreitet. Mhm. Und wie hat Fritz geübt und ist wirklich ganz frei geworden von dieser Blendungsangst. Mhm. Und lebt heute, wir kennen ihn, ganz in sich, in einer Haltung, die jeden unterschiedslos, ob eigenen Körper oder anderen Körper, als Wesen, als lebendig annimmt. Dankeschön. Dieter? Ja, ich habe nur einen Gedanken noch, den ich bei mir gemerkt habe, mit der Angst, dass ich feststelle, das war noch an den Bedingungen. Also je mehr ich darüber nachdenke, je bedingungsloser ich liebe, das ist jetzt ein bisschen sehr allgemein, wenn es wirklich ohne wirkliche Bedingungen ist, dann ist auch keine Angst da. Also Angst hat irgendwas ganz Subtiles mit Bedingungen zu tun. Angst fragt nach dem Wohl, nach dem eigenen Wohl. Sieht das gefährdet? Ja. Wolfgang, hast du dich gemeldet? Ja, bitte. Also Metta kann man auch als Medizin bezeichnen, also ein therapeutisches Mittel, um Angst also zu heilen, nicht sich von der Angst zu heilen, nicht? Weil es keine Polarität enthält, sondern Angst überwindet. Mhm. Wenn ich zum Beispiel diese grenzenlose Güte dann also ausstrahle, wer soll an meinem Feind sein, das kommt ja auch nicht.
den Text zum Ausdruck. Ja. Also ich brauche gar nichts mehr fürchten. Fürchten muss ich nur, weil wenn ich selber, also diese Gedanken der Aversion und des Wunsches waren, immer äußere, die der andere ja auch hat. Ne? Also Medizin, ich kann einfach Medizin machen. Ja, vielleicht kennt ihr die Geschichte aus dem Leben des Buddha, wo er einmal einen Angriff eines Elefanten sozusagen abzuwehren hatte. Ja? Ich glaube, Nalagiri hieß der. Heißt das so? Ja. Also die Story geht wie folgt, wer sie nicht kennt. Devadatta, der Vetter von dem Buddha, wollte ja mal an die Spitze des Ordens treten. Und da stand natürlich einer im Weg, das war der Buddha selbst. Der sollte aus dem Weg geräumt werden. Und da kam er auf die Idee, einen stadtbekannten Elefantenbullen, ja, betrunken zu machen und dann auf den Buddha loszuhetzen. Man wusste, wann der Buddha durch die Straßen geht, und dann hat er die Wärter entsprechend instruiert. Die mussten diesen Elefanten dann ja, mit Schnaps betäuben und auf ihn loshetzen. Und dann kam es, wie es kommen musste, Ananda, nicht der Schüler des Erwachten und der Buddha selbst waren unterwegs. Der Elefant kommt gestürzt, macht es ein bisschen einfacher, die Story. Und Ananda sagt, komm weg hier, da ist dieser Elefant, wir kennen ihn doch, der trampelt alles nieder, ja, weg hier, Ausdruck von Angst. Das heißt, nicht sehen der Situation, nicht tief genug sehen und auch nicht genug Metta haben in der Situation. Und der Buddha sagt dann so sinngemäß, naja, nun, lass das gut sein, das kriegen wir schon hin. Ja? Der Buddha beherrscht natürlich Metta ein bisschen anders, als wir das tun. Und was macht er? Nichts anderes, als er schickt diesem Elefanten Metta entgegen. Ja, und was macht der? Der kann auch nicht ganz anders, als, tut mir leid, war nicht so gemeint, so ungefähr. Ja? Also er geht in die Knie und lässt sich von dem Buddha sozusagen geistig umarmen. Das ist ein Beispiel dafür, wie einmal eine unterschiedliche Sicht der Situation Angst erzeugt oder eben nicht Angst erzeugt und wie Metta eine vermeintlich objektive Bedrohungssituation auch wirklich auflösen kann. Und das, glaube ich, kann man im Alltag auch feststellen. Ja? Also wenn man mit anderen Menschen umgeht, ist ein großer Unterschied, ob man auf Menschen mit einer freundlichen Haltung zugeht oder nicht. Ich habe das mal im Kaufhaus erlebt. Ich habe mich an der Kasse angestellt, wollte da was bezahlen. Da kam ein anderer hergestürzt und sagte, wo ist denn das und das und das und das? Und der Verkäufer hat gesagt, weiß ich nicht. Hat den weggeschickt. Und dann kam ich dran und da sagte er zu mir, es hat nur das Zauberwort gefehlt. Natürlich weiß ich, wo dieser Artikel ist. Das weiß ich, das ist selbstverständlich. Nur das Zauberwort hat gefehlt, ja? Bitte. Hätte er gesagt, Entschuldigung, wo bitte ist denn das und das? Hätte er gesagt, das ist doch gleich da vorne um die Ecke. Das ist ein banales Beispiel, aber darum sieht man doch, wenn man auf Menschen mit einer normalen, nicht heuchlerischen, ja, sondern einer selbstverständlichen Freundlichkeit zugehen, dass da die Türen aufgehen. Wenn man selbst mit Widerstand und Widerwillen auf etwas zugeht und jemanden zugeht, dann fällt der Vorhang, da bauen sich Mauern auf. Ja. Wie weit es geht, sollte die Story von dem betrunkenen Elefanten uns deutlich machen. Aber das Prinzip, glaube ich, ist uns offenbar geworden dabei. Habe ich jemanden übersehen? Ja, Moni. Ja, also wenn man so in der Welt noch lebt, ich meine, diese Lehrrede war ja an 500 Mönche gerichtet, dieses Metta Sutta. Und auch wenn man überlegt, die Govinda, wo der Buddha in einem früheren Leben mal die Brahma-Vihara praktiziert hat, und da ist er auch aus dem Haus in die Hauslosigkeit gegangen und seine ganze Verwandtschaft nachgefolgt. Und ich merke doch sehr bei mir, wenn man eben welche gewisse Menschen besonders liebt, das heißt also mit Anhang liebt, nicht? Wie Kinder, Eheleute, Verwandte, Freunde und so. Und denen passiert etwas, meinetwegen mit Entlassung oder ungerechter Behandlung. Nicht? Wie dann gleich doch der Geist parteiisch wird.
Also, und das ist alle parteiisch, alles Partei nehmen ist eben nicht mehr die grenzenlose Liebe. Und ja, das ist natürlich für im Hause Lebende, das kann man dann merken und kann, ja, aber es ist eben, man merkt es, ne? Es ist nicht die gleiche Liebe. Ja, das deutsche Wort Liebe hat natürlich auch diese Ambivalenz. Ja? Das deutsche Wort Liebe hat mit dem zu tun, worüber wir heute sprechen, aber meint durchaus auch dieses Sinnenbezogene, nicht? Dieses Liebe haben wollen. Und in unserem Alltag und in uns selbst mischt sich das, ist völlig klar. Die Tendenz ist ja hier heute klar geworden, wo die Schwerpunkte liegen. Das ist ein Riesenfortschritt, wenn man es merkt, da sind meine Grenzen noch im Moment. Ja? Da bin ich noch ego-fixiert. Ist unsere Lebenssituation, da können wir nicht drüber hinwegspringen. Aber wir können es merken und können sagen, okay, ich will versuchen, immer mehr diese Grenzen beiseite zu tun. Da sollten wir uns weder überfordern, das ist immer ein Standardausspruch, ja? Weder überfordern noch unterfordern. Aber merken, was die Situation ist. Statt Grenze kann man da auch, das meine ich, kann man da nicht auch Bedingungen sagen? Oder das ist so ein bisschen, also tatsächlich nichts wollen. Dieses Beispiel fand ich, das ist eine, ja, in dem Moment, wenn ich noch ganz, und wenn es ganz subtil auch nur ist, ja, in dem Moment, wenn ich doch noch irgendwie etwas tue, um etwas zu bekommen, ganz subtil, das ist was anderes, dann ist das, was wir Liebe nennen, bedingt. Wenn du mir gibst, dann bin ich lieb zu dir. Jetzt mal ganz drastisch ausgedrückt. Das mag ganz, ganz subtil sein. Wir hatten ja heute Morgen das Beispiel Erwartungen noch haben. Ja. Ja? Nicht jetzt erst was fordern und dann geben. Schon, ja, hier hast du. Und ganz hinten so 0,7% erwartet. Warum sagt er nicht Dankeschön? Also das hätte er doch wenigstens sagen können. Ne? Oder jetzt habe ich mich ein ganzes Jahr darum gekümmert und viel Zeit investiert und. Hätte mir doch zu Weihnachten wenigstens eine Karte schreiben können. Sowas. Ja? Das ist menschlich. Deshalb sind wir keine Brahmas, die 24 Stunden nur Metta strahlen. Und mal kommt es auf und dann ist es auch wieder weg. Mal bleibt es einen Moment und mal blitzt es nur auf und ja, das ist unser Hin und Her, unser Gewoge, das die menschliche Situation zum Ausdruck bringt. Also man muss Meta auch noch nach wahnhaft und wahnlos unterscheiden. Das wäre jetzt eine wahnhafte. Ja. Nicht schlecht, also sie ist etwas besser, als wenn ich nur übel wollen in mir. Ja. Also man muss auch die Schritte wieder sehen und auch da ansetzen oder denjenigen abholen, wo er also das am ehesten versucht. Und wenn er das schon mal tut, dass er also zu dem freundlich ist, von dem er was bekommt, denn wie viele Leute sind unfreundlich, von denen sie ständig was bekommen? Wir erwarten immer mehr. Nicht? Mhm. Ich hätte gedacht, es gibt mehr, es gibt also nur so viel. Mhm. Also und auch unser Dasein, finde ich, sollte man auch so viel mit Meta beginnen, dass uns so viele Dienste zur Verfügung gestellt werden, dass wir zum Beispiel existieren können. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, dass wir auch heute Morgen auch hingehen. Tja, die Erwartungen und die Dankbarkeit, das spielt ja damit rein. Ja? Ja. Ihr kennt die Geschichte vom kleinen Fritzchen, das über den Teich geht im Winter und einbricht. Und ein tapferer Mann oder Frau sieht die Situation, springt in den eisigen Teich, rettet Fritzchen und bringt ihn nach Hause. Und erwartet natürlich im Stillen, dass die Mutter sagt, Dankeschön. Und was sagt die Mutter? Und wo ist die Mütze von Fritzchen? Ja? Also, das ist auch menschlich und etwas unter dem Niveau, das wir uns vorstellen. So, jetzt warst du erst dran. Ja. Ich wollte sagen, es gibt ein Sprichwort, jede Liebe ist ein kleiner Tod. Und das stimmt auch, weil, finde ich, und das würde das auch so ein bisschen beantworten. Bei der Angst hat man ein starkes Ich. Und wenn ich jemand wirklich liebe, jetzt selbstlos liebe, ist damit gemeint, nicht Anhaftung, ne? Nicht diese, wo ich immer Erwartungen habe, dann mache ich mich in Wahrheit kleiner als die Person, die ich liebe. Ja? Und damit schmilzt das Ego weg. Und das ist eigentlich gleichbedeutend mit dem Tod. Ne? Was mich bei der Sache auch interessiert,
oder was ich auch mal so festgestellt habe, ich beschäftige mich auch mit Biografien und ich habe eben festgestellt, ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen Menschen so ist, aber ich habe bei einigen Menschen festgestellt, die ihr Leben wirklich selbstlos der Liebe geopfert haben. Ich weiß nicht, bei Mutter Teresa weiß ich jetzt nicht genau, aber ich habe zum Beispiel mich mal mit Maximilian Kolbe beschäftigt. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, in seine Biografie. Der hat also wirklich sein Leben selbstlos der Liebe geopfert. Der war ein christlicher Mönch, der nachher ins KZ gekommen ist und in Auschwitz. Und damals wurde, also da ist ein Häftling geflüchtet. So war die Situation. Und die SS hat dann so einen Zählappell gemacht und gesagt, 1, 2, 11. Und jeder Elfte geht in den Hungerbunker. Das heißt, das ist der sichere Tod gewesen. Und da war ein Familienvater, ein polnischer Häftling, der hat gesagt, ich kann nicht, ich habe zwei Kinder. Und der hat also geweint und großes Theater gemacht. Und da hat der Maximilian Kolbe gesagt, ich gehe in den Hungerbunker für diesen Mann. Und er hat das auch gemacht. Und was mich da so fasziniert hat, ist, obwohl er also auch TBC hatte und ganz schwach war, hat er also diese Häftlinge, die dann in den Hungerbunker waren und die natürlich auch Probleme hatten, weil sie den Tod vor ihren Augen gesehen haben, die hat er sogar noch gestützt. Er hat mit ihnen Lieder gesungen und alles. Und er ist ohne Angst in den Tod gegangen. Und das hat mich so fasziniert. Ich weiß es jetzt auch von einer anderen Person. Und da frage ich mich wirklich, wenn man Metta wirklich im Leben so praktiziert hat, dass es Lebensinhalt geworden ist, da habe ich die Vermutung, dass man tatsächlich keine Angst mehr vom Tod hat. Und weil man wahrscheinlich ahnt, man wird in den brahmischen Welten wiedergeboren, ob man nun Christ ist oder nicht, da hat man wahrscheinlich eine Ahnung davon, hat man keine Angst vor dem Tod, sondern der Tod ist dann wirklich nur noch der Übergang in eine bessere Wiedergeburt. Und deswegen haben diese Leute keine Angst. Ich finde das also bewundernswert. Ja, und da frage ich mich, ob es diesen Zusammenhang wirklich gibt. Ja, zwischen Liebe wirklich praktizieren, selbstlose Liebe und dann die Angst vor dem Tod zu verlieren. Und ich glaube, da ist ein Zusammenhang. Ich glaube, das kann man bestätigen. Ja. Ich denke mal, die ganzen christlichen Märtyrer, die wollten das gern, hatten gar keine Ursache dafür, aber sie wollten gern Märtyrer sein. Das hat, glaube ich, nicht was mit Liebe zu tun. Ja, aber das war ein Stück eine andere Fragestellung. Also zunächst fiel mir ein, es können ja nicht gleichzeitig zwei geistige Situationen nebeneinander sein. Entweder Angst oder Metta. Also beides geht ja nicht zusammen. Es geht im schnellen Wechsel sehr wohl, aber nicht gleichzeitig. So, wo Metta ist, kann in dem Moment keine Angst sein. Wenn Metta immer ist, gibt's ja, das kann man ja so trainieren, dass das unser geistiger Standard ist. Kann nie Angst sein. Sondern es ist immer diese Haltung. So, was hat diese Haltung für Qualität? Der Buddha nennt sie ein himmlisches Ruhelager. Das ist so ein Bild. Dann stellen wir uns vor, wir sind auf einem himmlischen Ruhelager. Ja, welche Rolle spielt dann dieser physische Körper noch? Angst ist doch nur da, wenn wir uns mit diesem physischen Körper identifizieren, denn nur der stirbt. Was er den Tod überdauert, ist diese Metta-Haltung, dieser innere Status. So, wenn man ganz in diesem Status wohnt, dann ist der Körper vielleicht sogar ein Hindernis oder etwas, was einen nicht wirklich berührt. Ich werde nicht todtraurig sein, wenn dieser Pullover jetzt irgendwann mal aussortiert wird, wo ich mich nicht mit ihm identifiziere. Das eigentlich, in Anführungsstrichen, geht weiter. Und wo Metta so präsent ist, ja, ich sag's mal ein bisschen drastisch, da kann die Welt untergehen, aber es passiert gar nichts, weil das etwas Fremdes, etwas Äußerliches betrifft. Der Dieter hat das letzte Wort. Ich habe noch mal eine ganz einfache Sache, gerade das erste, diese Beispiele gebracht. Der Vater macht sehr viel, liebt seinen Sohn bedingungslos, macht sehr viele Dinge. Und es kommt doch dieser Moment, dass er, jetzt zögere ich ein bisschen, weil ich glaube, da ist er schon wieder, dass er enttäuscht ist. Täuschung, ich weiß. Ich möchte auf die Ehrlichkeit hinaus. Also der Vater wird damit nicht fertig, wie der Sohn hier lebt und so weiter. Ehrlich wäre jetzt auch Richtung Metta, bedingungslos,
ist mir klar. Trotzdem möchte der Vater dem Sohn sagen, hör mal, wir müssen mal darüber reden, was da passiert ist. Also diese Ehrlichkeit des Vaters. Obwohl er vom Kopf her weiß, das ist alles mit Bedingungen verhaftet und so weiter und ich sollte bedingungslos gehen. Trotzdem ist da etwas in ihm, was er dem Sohn noch gerne sagen möchte. Also ehrlich zu sein. Das sind zwei Dinge. Also was nicht zusammenpasst, ist bedingungslose Liebe und enttäuscht sein. Ja, ich weiß. Wo Enttäuschung ist, ist eine verborgene Bedingung mit da. Ja, ich weiß. Ich bin gut zu dir, aber ich erwarte entweder eine Geburtstagskarte oder irgendwas. Deswegen habe ich auch sehr, sehr hin und her geredet. Ja. Es geht mir um die Ehrlichkeit, vom Vater her. Das ist ja etwas anderes. Ehrlichkeit ist, ja. Das ist ja eine andere Ebene. Also Bedingungslosigkeit, das passt nicht zusammen. Und trotzdem kann der Vater aus seiner weisheitlichen Sicht mit dem Sohn reden. Eben bist du neben der Spur. Ohne jetzt innerlich ja tangiert zu sein, enttäuscht zu sein. Metta heißt doch nicht alles für richtig finden. Kannst machen, was du willst. Alles okay. Das ist es ja nicht. Metta kann ja gerade bedeuten, ich habe Mitempfinden auch, jetzt um das fortzusetzen, und sage dir deshalb, dein Verhalten ist falsch. Das schließt ja nicht aus, dass man eine Situation richtig beurteilt, aber es schließt aus, dass man den Sohn verurteilt. Ja, okay. Ja, das sind zwei unterschiedliche Ebenen. So, dann habe ich einen allerletzten Satz, das ist Reklame. Wir haben ein paar Mal über die Brahma-Viharas gesprochen, über die vier edlen oder erhabenen Weilungen, wie es hier heißt. Jana Ponika hat einen sehr, 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 sehr schönen Text geschrieben, wo er diese vier beschreibt. Dazu gibt es ein Hörbuch, das heißt Die vier erhabenen Weilungen, gelesen von Renate Kann und bei Hans Heinrich erschienen. Wer das zur Ergänzung oder Abrundung unseres heutigen Tages und Themas haben möchte oder sich interessiert, hier sitzt euer Ansprechpartner.